Ja, wir haben ja schon Stellung dazu genommen. Es war so, dass wir ganz normal die Woche eigentlich starten wollen, auch mit dem Milan zusammen. Haben, wie es halt immer der Fall ist, abends telefoniert, um nochmal die letzten Details für das Training abzusprechen, beziehungsweise uns zu verabreden, dass wir im Hotel ja, die Einzelheiten noch durchgehen und ja, für den nächsten Tag einfach das Ganze vorbereiten. In dem Gespräch wurde mir halt von Milan geschildert, dass die Zusammenarbeit jetzt ab sofort beendet wurde und dass ich dann eventuell in den nächsten Minuten oder in der nächsten Zeit dann einen Anruf vom Verein bekommen würde, wie es dann um meine Person stehen wird. Habe ich gemeint, ist okay, weil er hat leider nicht vorher die Zeit gefunden, um mich persönlich anzurufen. Das heißt, ich hatte angerufen wegen dieser Terminabsprache für das Training. So ist das Ganze vonstatten gegangen, so dass ich dann im Verlauf des Abends dann die Möglichkeit hatte, mit dem Verein zu sprechen. Und man hat mir dann das Vertrauen ausgesprochen, dass ich das Traineramt übernehmen soll, ob ich ja, dafür zur Verfügung stehe. Ich habe nach Rücksprache mit dem Milan das angenommen. Klar, weil auch ich selber Ambitionen habe, weil ich mir das in erster Linie auch zutraue und denke, dass ich auch eine sehr gute Bindung zur Mannschaft habe und auch einiges vielleicht noch herauskitzeln kann auf meine Art und Weise. Letztendlich haben natürlich die Punkte gefehlt, was den Verein dazu bewogen hat, dann eine Trennung zu vollziehen. Womit ich Bindung meine, ist nicht, dass vorher keine Bindung vorhanden war. Das ist nicht damit gesagt, dass man das bitte nicht so definiert oder so auslegt. Es ist so, dass man natürlich, jeder Trainer, jede Person ist anders, handelt anders, denkt anders. Egal, ob es die Spielphilosophie ist oder ob es die Spiel- oder zwischenmenschliche Beziehung ist. Und so ist es auch in meinem Fall. Ja, ich hab andere Vorstellungen, die ich natürlich auch in der Vergangenheit sehr gut einbringen konnte, aber letztendlich hat natürlich immer der Cheftrainer auch entschieden, wie man agiert, wie man das Ganze umsetzt, auch nach Rücksprache natürlich. Aber wir haben das auch, denke ich mir, genügend in der Vergangenheit auch gesehen bei anderen Vereinen, bei anderen Mannschaften, wo ein Trainerwechsel stattgefunden hat, wo dann auf einmal auch der Co-Trainer das übernommen hat, dass es dann auch eine ganz andere Spielphilosophie war, die man dann auf dem Platz umgesetzt hat. Nehmen wir das Beispiel Freiburg, ja, wo dann auch Streich von Sorg übernommen hat und sich in der Form verwirklichen konnte. Und so ist es halt so, ja, dass man dann neue Ideen, neue Impulse, die man vorher in der Form nicht frei entfalten konnte, einfach auch machen möchte. Und auch umsetzen möchte. Ne? Das, was wir anders gemacht haben und was wir wollen, hoffen wir, dass wir das am Wochenende zu sehen bekommen. Ja? Das heißt, ich habe schon nach außen kommuniziert, dass wir einfach im Ballbesitz mehr Dominanz ausstrahlen wollen, dass wir einfach freier handeln wollen, dass wir zielstrebiger nach vorne spielen, noch zielstrebiger nach vorne spielen, öfter hoffentlich in die torgefährlichen Zonen reinbekommen, das heißt mehr in die Box, in den Strafraum hineinkommen, wo wir unsere Torabschlussmöglichkeiten wahrnehmen können, wo wir einfach mehr Torchancen herausspielen und hoffentlich auch dann am Wochenende verwerten wollen. Das heißt nicht, dass wir komplett die Defensive vernachlässigen und einen Hurra-Fußball spielen können. Ja, das heißt, wir haben auch einen spielstarken Gegner, der uns sehr schnell bestrafen kann, wenn man komplett als kompakte Mannschaft nicht auftreten sollte, sondern versucht da jeder sein eigenes Ding zu machen. Das heißt, wir wollen organisiert angreifen, aber auch vernünftig organisiert auch verteidigen. Ja. Aber Ziel ist, wir wollen auf Sieg spielen. Wir haben da keine Ausreden. Wir nehmen diese Verantwortung an. Wir gehen mit diesem Selbstbewusstsein in dieses Spiel, dass wir in jedem Bereich dominieren wollen. In jeder Phase des Spiels einfach ein Zeichen setzen wollen. Und ich bin 100% überzeugt, sowohl von der Qualität, auch von der Einstellung unserer Spieler, dass wir das auch am Wochenende umsetzen werden. Definitiv. Nils Fischer ist genauso ein Teil dieser Mannschaft, der auch hoffentlich bis zum Saisonende noch seinen Beitrag dazu leisten wird, dass wir letztendlich die Klasse halten werden. Wir glauben daran,
Das heißt, egal ob ein Spieler mal bei den Amateuren spielen muss oder mal nicht im Kader ist, er wird, egal wenn es auch teilweise nur im Training ist, leistet er seinen Anteil daran, dass wir hoffentlich erfolgreich Fußball spielen. Und dadurch, dass ich natürlich vielleicht auch gewisse Sachen im Spiel ändere, kann der eine Spieler, der nicht so zum Zug gekommen ist, auf einmal sich in den Vordergrund spielen, weil ich einfach andere Eigenschaften, andere Stärken bei diesem Spieler noch mehr in den Vordergrund schieben kann. Ja? Und das habe ich hoffentlich auch den Spielern verständlicherweise mitgegeben, sodass jeder bekommt ganz klar die Chance, sich zu beweisen über Trainingsleistungen. Keiner ist gesetzt, das muss man auch klar sagen, keiner ist gesetzt, keiner ist seines Platzes sicher, dass er sagt, okay, jede Woche, ich kann trainieren, wie ich will, da kann ich spielen. Das gibt es im Fußball nicht, das gibt es auch bei mir nicht, das wird es auch bei mir nicht geben. Auch Marcel ist nicht gesetzt. Er sitzt im Moment. Aber Marcel weiß auch, und wir haben noch nie, auch egal, ob jetzt der Trainer noch da war, als Milan noch da war, wir haben noch nie an seinen Qualitäten gezweifelt oder irgendwie das Gefühl gehabt, dass Marcel sich nicht zu 100% einbringt. Wenn Marcel auf den Platz gibt, kann man zu 100% davon ausgehen, dass er sich auch zerreißt und im Sinne der Mannschaft alles Erdenkliche tut. Leider ist es halt in der Vergangenheit nicht so gewesen, dass er mit Toren belohnt wurde für die Arbeit. Ja, und wir hoffen, dass der Knoten bald platzt und dass er uns noch viel Freude bereiten kann und dass wir gemeinsam am Ende dann auch die Lorbeeren ernten, sage ich mal. Ich werfe alle Spieler rein, die mir zur Verfügung stehen, die meiner Meinung nach die Einstellung mitbringen, sowohl kämpferisch, technisch, taktisch, uns Punkte zu bringen. Dann ist mir der Name ehrlich gesagt egal, weil es geht um den Verein, erst FC Saarbrücken, und nicht um den einzelnen Spieler, der sich da irgendwo profilieren möchte. Letztendlich geht es um die Situation zu retten. Und da kann mir jeder böse sein, wie er möchte, aber es geht nur nach Leistung und dem momentanen Leistungsvermögen, was man abruft. Nicht, was man hat, sondern was man abruft jetzt. Ne? Das ist das, was entscheidend ist und auch in Zukunft entscheidend sein wird. Die Vorbereitung, die wir jetzt seit Dienstagmorgen getroffen haben, die laufen. Wir werden heute noch einige taktische Varianten durchgehen, wo wir denken, dass das zum Erfolg führen kann. Ansonsten sind wir bis ins Detail vorbereitet und haben den Gegner gut analysiert und werden unsere Maßnahmen auch treffen, um hoffentlich auch als Sieger aus dieser Partie hervorzugehen.